Was geht ab, meine Freunde? Na, wer von euch kennt My Little Pony? Hand hoch! Oh, auf jeden Fall einer. Wie ihr wisst, gibt es viele Charaktere im My Little Pony-Universum. Vieles untertrieben, es sind Hunderte. Darum bin ich froh, euch zu präsentieren. Meine Lieblingscharaktere aus dem My Little Pony-Universum. Und bevor es losgeht, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt auch gerne hier in diesem Video schreiben, was eure Lieblingspony aus My Little Pony sind, okay? Alles klar, gut. Ich lese vor. Auf Platz 7. Starlight Glimmer. Starlight Glimmer hat angefangen als Bösewicht bei My Little Pony. Sie hat eine ganze Stadt regiert und sie in Diktatur versetzt. Wirklich. Es war eine Diktatur dieser Stadt. Jeder, der nicht gespurtet hat, wie sie wollte, wurde eingesperrt. Sogar unsere Freunde Twilight Sparkle und ihre anderen Freunde wurden eingesperrt und ihre Freundschaftskraft wurde gestohlen von Starlight Glimmer. Aber dann haben sie es geschafft, sie zu besiegen und die Kraft zurückzuerlangen. Dann schwor Starlight Glimmer Rache, aber Twilight Sparkle konnte auch das wieder schaffen und sie bekehren. Seitdem sind Starlight Glimmer und Twilight Sparkle Freunde und ja, sie arbeitet jetzt auch für Twilight Sparkle und ja, ich finde das eine großartige Bösewichtscharakterveränderung und ja, Platz 7 Starlight Glimmer. Auf Platz 6 Flim und Flam. Flim und Flam sind die einzigen männlichen Charaktere, die ich auf der Liste habe. Sie sind nach meiner Meinung her die wahren Bösewichte. Denn seit sie aufgetaucht sind, die meisten Bösewichte bei My Little Pony verändern sich zum Guten, aber die sind immer noch böse. Und wie sie arbeiten, ja, das finde ich erstaunlich. Die anderen arbeiten mit Magie, aber die arbeiten wie richtige Kriminelle. Mit kleindieberischen Tricks, Entschuldigung, wartet. Mit kleineren Betrügereien, da wo sie das letzte Geld aus der Tasche ziehen. Und ja, das macht man auch im wirklichen Leben. Und deshalb finde ich sie am überzeugendsten an Bösewichte, weil sie am realistischsten handeln. Also nicht mit Magie, sondern mit Sachen, die man auch in der wirklichen Welt ansetzen kann. Also Platz 6, die Flim und Flam Brüder. Auf Platz 5, Pinkie Pie. Das muss ich nicht erklären, warum ich sie auf Platz 5 gelegt habe. Sie ist lustig, sie hat eine Partykanone. Jeder, der My Little Pony guckt, muss sie einfach lieben. Platz 5, Pinkie Pie. Auf Platz 4, Cozy Glow. Oh, ich glaube, die kennt man noch nicht so. Die kam erst in den neuen Folgen vor. Warte, hier ist ein kurzes Bild. Cozy Glow ist von allen Bösewichten nach meiner her der diabolischste. Obwohl sie ein kleines Kind ist, ist sie richtig gemein, wirklich. Aber wie das sich entwickelt hat, das ist unglaublich. Also sie kommt ganz unschuldig. Ganz unschuldig als kleines Kind und bittet sogar um Hilfe von anderen Ponys. Und ich dachte mir, ja, das wird eine kleine, nette Entwicklung mit ihr. Ich habe mich geirrt. Die nächste Folge lief auch wieder ruhig mit ihr. Und die nächste auch. Und die darauf auch. Aber dann kam wieder ein zweiteiliges Special. Und boah, dieser Plot-Twist. Die war richtig gemein. Die hat die alle überwältigt. Alle eingesperrt. Sie hat das gemacht, was Starlight Glimmer gemacht hat. Sie hat die Schule in Diktatur versetzt. Aber auch sie wurde besiegt. Aber wie gesagt, das kam erst in den neueren Folgen vor. Ich glaube, wir werden sie wiedersehen, wie sie einen fiesen Schachzug aushaken werdet. Ladies und Gentlemen, wir haben es erreicht. Jetzt kommen die Top 3. Auf Platz 3, Derpy. Derpy ist ein Hintergrundpony, was anfangs wenig Beachtung hatte, aber im Laufe der Jahre immer beliebter wurde. Ihr Markenzeichen sind zwei Kulleraugen, die sie nicht richtig bewegen kann, weil es ja Kulleraugen sind. Und ich mag es, trotz dass sie coole Augen hat und ein leichtes Gedächtnisproblem hat und tollpatschig ist, hält sie trotzdem durch, sie macht immer weiter und weiter. Und obwohl sie genügend Gründe hätte aufzugeben, sie tut es nicht. Sie macht immer weiter und weiter. Und das macht mich zufrieden. Es sollte mehr Menschen wie Derpy geben, auch wenn sie ein Pony ist. Auf Platz 2, Mordpie, yep. Gleich zwei Mitglieder der Pie-Familie sind hier versammelt. Also, wie kann ich Mordpie vor Pinkie Pie setzen? Gut, die Antwort ist ganz einfach. Ich finde sie einfach lustig. Erstens, sie hat den gleichen Haarschnitt wie Twilight Sparkle, nur in einer anderen Farbe.
Dann auch noch ihre Kleidung. Sie trägt einen grauen Kittel. Das ist ihre Kleidung, ein grauer Kittel. Und ihr Haustier ist ein Kieselstein. Die sind auch noch Bröckchen nennt, wirklich Bröckchen. Und ihre Hobbys, fast alles, was sie hat, ist mit Stein zu tun. Aber auch ihre Gedichte und ihre Witze, die sind so schlecht, dass sie wiederum lustig sind, wirklich. Immer wenn ich ein Gedicht oder einen Witz von ihnen höre, muss ich leicht schmunzeln und dann an sie denken, yep. Also auf Platz 2 Mordpal. Und auf Platz 1 landet DJ Porn Free. Warte, lass mich kurz erklären. Wie kann ich ausgerechnet das Pony nehmen, was nie ein Wort in der Serie gesagt hat? Ja, gerade deswegen. Sie hat es geschafft, ohne Worte sich die ganze Zeit auszudrücken mit ihrer Musik. Wirklich, sie hat es all die Folgen geschafft, ohne ein einzelnes Wort sich durchzukämpfen mit ihrer Musik. Und wie sie das macht, das ist immer wieder unterhaltsam. Ich mag dann auch dieses Aussehen mit dieser übergroßen Sonnenbrille und ihrem blauen Haar. Zum Beispiel im Equestria-Universum, da wo das so Menschengestalt an sich nimmt, da gibt es ein Lied, da tanzt sie plötzlich so und das hat mir so gefallen, dieses Video, wirklich. Das ist einer der besten Lieder in meinem Pony-Universum und ja, wie gesagt, Platz 1 DJ Pornfree. So, das war's mit dieser Liste. Bin gespannt, welche Liste ich mir noch einfallen lassen werde und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingspony ist und naja, man sieht sich.